Och nö. Ja, okay, es geht. Ja, ist in Ordnung. Ja, okay, die leben natürlich wieder. Die habe ich aber auch gerade keine Lust zu töten. Ich schaff's auch durch ohne, dass ich sie töte. Die sind einfach nur dafür zuständig, dass sie die Dinger schießen. Kommst du? Hallo? Okay. Spawnen die nicht mehr? Ich hab den doch gerade gesehen. Da ist er doch. Die laden die Dinger doch sogar noch nach. Das ist jetzt entweder buggy oder merkwürdig. Aber egal. Ist für mich ja nicht schlecht. Also das ist ja nicht der Punkt. Du bist schwach und ich bin schwächer, weil hier eine scheiß Wand ist. Fick dich, du kleiner verdreckter Sack. Ja, da war ja nix. I remember that day. Hier war ein Loch. Ja, jetzt kämpfen wir uns natürlich wieder. Das heißt, wir kämpfen uns. Wir gehen zum Boss einfach wieder hoch. Und Moment. Sollten wir die Bastarde töten, bevor wir zum Boss gehen, ist die Frage. Sind da schwarze Flächen? Das würde ich eigentlich gerne vorher wissen. Obwohl, ist eigentlich egal. Wir können jetzt sterben, das Leuchtfeuer ist eh nicht weit. Okay, wir haben 24.010, vielleicht sollten wir es doch vorher wissen. Könntest du sterben? Danke. Kann ich sterben? Danke. Eine kleine Scherbe, nice, danke. So, gucken wir mal aus dem Fenster und gucken, ob da irgendwo schwarze Brandflecken sind. Kann ich super erkennen. Ja, egal. Wir probieren es einfach, ist jetzt auch egal. Ansonsten töten wir die halt auf dem Weg dahin wieder. Wirfst deine Axt. Okay. Alles klar. Eisenkohle. Es sind keine schwarzen Flecken hier. Das ist schon mal gar nicht so schlimm. Eisenkohle. Ich glaube, mit einer Attacke ist meine komplette Ausdauer. So. Wow. Wow. Er ist halt nicht so agil. Aber er wird genug Aua machen, ziemlich sicher. Aber theoretisch muss ich einfach nur ein bisschen aufpassen. Also, das wird jetzt ein intensiver Kampf für mich. Das heißt, sorry, wenn ich jetzt eventuell nachher ein bisschen stiller bin. Aber das hier ist einfach nur Konzentration. Das ist noch gut. Die ziehen halt nicht viel ab, irgendwie. Eventuell liegt das nochmal. Fuck! Immer ein Katana. Vielleicht gibt es irgendwelche Waffen, die das mehr Schaden machen, weiß ich nicht. Oder er hat halt einfach so viel Leben, das kann natürlich auch sein. Hoppa! An sich finde ich den gar noch nicht so schwer. Meistens haben die ja noch irgendwie so eine witzige Special-Fähigkeit ab 50% oder so. Habe ich ja schon mehrfach jetzt erfahren. Der war zu früh. Egal. Geklappt. Komm mal bitte wieder ein bisschen in die Mitte. Oh, das war falsch. Egal. War nicht so schlecht. Oh, okay. Ich war gerade in Darksiders und dachte, er fällt jetzt auf die Knie und ich kann einfach ranstürmen. Egal. Ich darf nur nicht runterfallen, oder wenn ich immer runterfalle, dann bin ich. Und immer genug Ausdauer parat haben, um wegzurollen. Deswegen niemals den endgültigen Schlag raus. Moment mal. Also sorry, meine Meinung war, ich habe woanders hingesucht. Ja.
Jetzt magst du mich nicht mehr, ne? Ne, jetzt magst du mich nicht mehr. Okay. Hälfte hatte ich down. Wie gesagt, ich fand, er hat woanders hingegriffen. Meine Meinung. Sollte ich eventuell mit einer anderen Waffe probieren? Ich bin mir noch nicht sicher. Wie viel hat die gerade? 162 plus 81. Sind 242? Ja, 242. Band Zinnbeschleunigung? Ups. Das wollte ich gar nicht, egal. Egal. Fast schon. Okay, das da. Oh fuck, was mache ich jetzt mit der scheiß Waffe? Geh weg. Uchigata. Fuck! Jetzt sind meine Seelen weg. Ich hätte meinen Uchigatana noch aufrüsten können, ich Idiot. Ah, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Ich hätte meinen Uchigatana mindestens plus. Ja, nee, eigentlich hätte ich plus 10 machen können, ja. Jetzt ist die Frage, war das hier eben nur aus Versehen? Nö, war es nicht. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Weil das würde mir das würde echt nerven, wenn ich jetzt immer hier. Das heißt, sobald ich das Leuchtfeuer aktiviert habe, kann ich aber durchlaufen. Ja, nice. Nietzsche. Entschuldigung. Jetzt müssen wir das Nietzsche abgewöhnen irgendwie. Also, ich muss den nur noch irgendwie besiegen. Na komm her. Ich meine ich nicht gar nicht mit dem besiegen. Das ist manchmal echt witzlos. Jetzt schnell. Also an sich lief der Kampf gar nicht schlecht, fand ich. Kann ich auch darum gehen, ja. Gut, ist kürzer. Also wir haben immer Hälfte abgezogen, dann hat er mich halt gegriffen. Naja, passiert halt. Sag mal, hast du irgendein Problem mit mir? Krieg ich noch eine kleine Scherbe? Ja, passt. Gut, holen wir uns unsere Seelen wieder. Das sind nämlich gerade zu viele, als dass ich jetzt ausmachen würde. Weil... Du kannst eine Axt werfen, richtig. Das ist sowieso noch so eine Sache, die ich noch nicht von dir gesehen habe, außer beim ersten Schlag. Also, Pfeil und Bogen und Bolzen ist völlig die falsche Methode für dich. Bei dir ist echt einfach nur die Beine kriechen! Und sich nicht erwischen lassen. Oh fuck, ich bin nicht mehr durch zum Ausdauer. Okay. Also es ist wirklich ein Ausdauerkampf. Also Kampf um wie lange halte ich konzentriert aus. Das war knapp. Also den kann ich mit Sicherheit nicht backtrappen. Fuck. Jetzt muss ich aufpassen. Wieder knapp. Macht mir echt kaum Schaden. Erinnert mich halt so ein bisschen an die Viecher unten in der Kanalisation, diese Slimes. Dummerweise hatten die ein bisschen weniger Leben als der hier. Wie kommt's? Oh, aufpassen, nicht zu viel schlagen. Jetzt nur geht man Ausdauer für. Och, komm schon. Ich finde, bis jetzt schlage ich mich bei Bossen nie so schlecht. Also, ich meine, ich habe die Dings da beim ersten Versuch getötet. Dann, was war da noch für Bosse? Ja, gut, den ersten hätte ich ohne Hilfe geschafft, weil ich das mit dem Runterspringen, das habe ich noch gar nicht richtig gerafft. Da war ich noch nicht im Spiel drin. Ich bin. Warum kann der jetzt. Warum kann ich dem mehrfach ausweichen, aber wenn ich dann ausweiche, dann geht das nicht mehr. Das verstehe ich nicht. Weil ich war ja mitten in der Rolle.
Ja, Leute, das gefällt mir gerade gar nicht. Ich möchte den gerne noch töten. Den hätte ich gerne tot. Oh mein Gott. Hier sind wir doch hergekommen. Und hier hätten wir einfach nur links runter gemusst, um das Leuchtfeuer zu aktivieren. Man muss gar nicht irgendwo runterspringen. Man muss... Oh Gott, das hat keiner gesehen. Ich habe nichts gesagt. Ich vergesse das. Ich erinnere mich sogar noch, wie ich gesagt habe. Oh, man kann hier runtergehen, man kann da lang gehen und da lang gehen. Super. Ja, darunter sind wir nie gegangen. Mhm. Ab jetzt gehe ich jeden Weg kurz, um zu gucken, ob da ein Leuchtfeuer ist. Danke. Ja, sehr schön. Okay, ich wollte gerade nicht Verlust auf den. Weil er zieht mir dann immer schon Leben ab. Weil ich auf so engem Raum nicht gegen ihn kämpfen kann. Hier ist übrigens die Fläche gewesen, wo wir eben fast draufgegangen wären. Weil da ist alles schwarz gewesen. So, weg. Scherbe. Gut. Versuch Nummer 3. Aber wie gesagt, der geht eigentlich. Das ist nur gerade meine... Naja, also nicht unbedingt meine Fails, aber... Also wie gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, dass ich ausgeglichen bin. Aber egal. Das macht mir das jetzt hier nicht mies. So, Frau Blase. Klären wir nochmal unser kleines Boot. Zieht ihm echt nichts, ne? Zieht ihm echt ja nichts. Fuck. Oh, das war in die falsche Richtung gerollt, ja. Zieht ihm echt kaum was. Das war fast zu früh. Weg da! Oder rollt. Ja, da hätte mich jetzt hätte mich wieder backgreifen können. So wie das beim ersten Mal. Okay. Ja. Da kann ich jetzt übrigens wieder. Okay, das war mein Fail. Und zwar sowas von. Das war aber den ersten, den ich wirklich als mein Fail akzeptiere. Weil der Punkt. Ich meine, ja, das war, da kann ich die Schuld auf nichts anderes schieben, weil es war halt einfach wirklich mein Fail. Der war doof, ja. Doch nicht. Man muss wohl zum Leuchtfeuer runterspringen. Den Weg sind wir nämlich wohl, von da kommen wir ja, weil man springt ja hier runter. Ich nehme alles zurück. Das ist wohl total assi. Man muss da runterspringen. Puh. Trick you game. Fuck you game. Wie kommt man darauf, dass man da runterspringen muss? Vielleicht weil die Wand eingefetzt ist, eventuell, aber trotzdem. Ja, im Live-Modus wäre da mit Sicherheit ein Hinweis gewesen. Oh, pass auf, Leuchtfeuer, pass auf, Leuchtfeuer, pass auf, Leuchtfeuer. Pass auf, Leuchtfeuer! Oder hier springen. So. Leise, 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 rief der Schnee. Wunderbar. Ich hab gerade irgendwie keine Lust, den zu töten. Ja, also ich faile gerade durch Fails. Also durch wirklich dumme Fails, ehrlich gesagt. Das sind echt unnötige Fehler, die ich gerade mache. Nehme ich hier gerade mal. Ich hab ein Biss. Der gerade durch mein Schild geschossen. Der hat gerade durch mein Schild geschossen. The fuck? Egal. Ja. Versuch Nummer 4. Ich zähle das jetzt mit. Ich möchte die 25.000 Seelen einfach nicht verlieren. 27.000 mittlerweile, weil ich immer 500 dazu bekomme. Wieso bekomme ich für so einen verfickten Bogenschützen 500 Seelen? Wow, da sind wir geflogen. Trotz Schützen. Nein, nicht. Oh Gott, ich hab's gesehen, als ich die Rollentaste gedrückt habe. Oh Gott, ist das traurig. Oh Gott.
Und jetzt stellt euch ernsthaft vor, ich hätte das Lagerfeuer nicht aktiviert und ich müsste jedes Mal komplett neu hier hochlaufen. Amen, Bruder. Amen. Ich meine, der Weg hier ist eine Minute. Der andere Weg sind 15 Minuten. Und ich wäre wahrscheinlich zwischendurch noch ein paar Mal verreckt und hätte meine Seelen sowieso schon längst abschreiben können. Ich wäre irgendwo runtergefallen vom Stein und überrollt werden oder sonst irgendwas. Das wäre sowieso passiert. Oh, da hätte mich der Bogenschütze fast erwischt. Oh, hat mich fast erwischt. Wie süß. Erwischt. Oh Gott, ich werde hibbelig. Ich merke das schon. Ich habe Hunger. Und ich werde hibbelig. Ja, auf Süßigkeiten. Ich brauche Zucker. Papa braucht Zucker. Nee, kein Lolli. Nicht. Ich brauch Milch. Nein, brauch ich nicht. Vergiss es. Obwohl, trinken bräuchte ich gerade wirklich mal. Zwar keine Milch, aber ich bräuchte mal. Ich muss gleich mal was trinken. Wenn ich den töten hab. Wenn ich den töten hab. Dann trinke ich mal was. Ihr dürft mir jetzt live beim Trinken zu. Nein, warte, ich mach die auch noch im Shop. So, nein, ich werde es nicht, bei der Menge nicht, danke. So, okay, weiter geht's. Entschuldigung, ich musste trinken, wie gesagt. So, Eisengolem. Wir haben noch eine lange Nacht vor uns. Wir haben es, glaube ich, gerade 12:30. Haben wir bald? Genau. Ha, gar nicht mal so schlecht geschätzt. Wie viele Schläge brauche ich für ihn, schätzungsweise? Ja, wer hat einen schon echt? 100? Und jetzt 4. Ne, nicht wieder darunter.